Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, ab wann sollte man denn einen Gewichthebergürtel verwenden? Ganz kurz vorab, das hier ist kein Gewichthebergürtel, sondern ein Dipgürtel. Den habt ihr im letzten Video gesehen, deswegen mal weg damit. Stellen wir uns nun die Frage, was bringt denn eigentlich so ein Gewichthebergürtel? Und zwar ganz einfach, in schweren Grundübungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben ist sehr, sehr häufig der limitierende Faktor die Körpermitte, also die Rumpfmuskulatur oder eben der Core. Das heißt, ihr könnt das Gewicht noch locker mit den Beinen oder mit dem Rücken bewegen, von der Stabilität und von der Kraft her, aber eure Rumpfmuskulatur gibt es einfach nicht her und deswegen zieht man sich so einen Gürtel an und mit der richtigen Atemtechnik bekommt man so zusätzliche Stabilität und das sorgt dafür, dass man halt eben das Gewicht bewegen kann und so halt eben einen neuen Reiz auf den Körper setzt. Wie funktioniert die richtige Atemtechnik? Ganz einfach, ihr holt tief Luft, das habt ihr wahrscheinlich schon in den ein oder anderen Trainingsvideo gesehen. Ich blende es hier nochmal ein, dass ihr das hier richtig seht. Und zwar, die Atemtechnik funktioniert so, ihr atmet tief ein und dann stellt euch quasi vor, euer Kollege will euch richtig hart in den Bauch hauen und dann spannt ihr automatisch den Bauch an. Also einatmen, dann den Bauch richtig festmachen. Das sorgt auch dafür, ihr atmet ein, eure Lunge füllt sich und dann spannt ihr quasi eure Bauchmuskulatur, eure Rumpfmuskulatur an und das sorgt dafür, dass eure Wirbelsäule eben sehr, sehr gut stabilisiert wird und ihr halt eben viel, viel mehr, also viel stabiler im Rumpf seid. Und das, was so ein Gewichthebergürtel macht, ergibt euch ein gewisses Feedback. Also hier drin befindet sich ja euer Körper und wenn ihr jetzt einatmet und dann richtig anspannt euren Bauch, zack, dann drückt ihr vollflächig um diesen Gürtel herum und er gibt euch ein Feedback, also er drückt quasi dagegen und euer Bauch drückt nach außen, der Gürtel geht halt eben nicht mehr weiter auf, gibt euch so gesehen Stabilität zurück und ihr fühlt euch, ich sage euch eins, mit so einem Gürtel fühlt euch viel, viel, viel stabiler und könnt dementsprechend auch deutlich mehr Kniebeugen und Kreuzheben. Ich habe mal in der einen oder anderen Trainingseinheit, passiert bei mir wirklich einmal im Jahr, ist immer sehr, sehr ärgerlich, aber wie gesagt, ich habe mal in einer Trainingseinheit, im Beintraining, diesen Gürtel hier vergessen und ich habe ohne Witz 10 bis 15 Kilo weniger gebeugt, einfach weil mir so viel Stabilität in der Rumpfmuskulatur gefehlt hat. Und jetzt kommt auch was weiteres, und zwar schaut euch mal die ganzen professionellen Powerlifter an, die haben alle einen sehr, 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 sehr breite Taille und sehr, sehr dicken Bauch, jetzt nicht aufgrund, dass die fett sind, sondern weil sie halt so viel Core-Muskulatur haben. Und der Sinn im Bodybuilding ist natürlich, eine so schmale Taille, wie es nur geht, zu bekommen, damit ihr eine richtig gute Illusion von dem X-Frame habt, also schön fette Beine und einen richtig schön breiten Lat. Wenn ihr jetzt allerdings die ganze Zeit ohne Gürtel trainiert, sorgt das dafür, dass irgendwann mal eure Taille natürlich ganz langsam auch immer ein bisschen breiter wird, weil ihr natürlich Rumpfmuskulatur an eurem Bauch aufbaut, was per se nichts Schlechtes ist, aber es nimmt euch einfach die Illusion von einem unglaublich geilen Frame. Ein geiler Frame ist einfach, dass ihr richtig schön breite Beine habt und eine sehr, sehr schmale Hüfte. Denn so, je schmaler eure Hüfte ist im Bodybuilding, desto besser kommt dann eben diese Illusion zustande. Zum Beispiel bei C-Bum, also bei Christoph Bumstead, der hat eine relativ schmale Taille und dadurch sieht es einfach so mega krass aus, hat einen richtig geilen Frame. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch einen Gürtel trage. Ich will nicht, dass meine Rumpfmuskulatur größer wird, deswegen tue ich sie künstlich mit so einem Gürtel stabilisieren. Sorgt auch dafür, so ein Gürtel, dass ihr euch nicht so leicht verletzt, weil ihr immer ein gewisses Feedback habt, viel, viel stabiler seid und euch so hergehend euer schwächstes Glied mit dem Gürtel quasi überbrückt. So, jetzt wo ich schon die ganze Zeit den Gürtel hier angefasst habe und gezeigt habe, das ist mein Gewichthebergürtel. Ich würde jedem von euch auch so ein Gewichthebergürtel empfehlen. In vielen Fitnessstudien gibt es ja solche Gewichthebergürtel. Das ist hier mein Dipgürtel, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also es ist einfach nur so ein Gürtel, der genauso aussieht und hier vorne noch eine Schnalle hat. Die Gewichthebergürtel, die im Fitnessstudio sind, die so hier aussehen, die sind sehr, sehr unstabil und ihr seht schon, also hier ist nicht wirklich Stabilität vorhanden und wenn ihr den anzieht, dann bringt es quasi gar nichts und ich habe die schon immer gehasst. Ich habe mir von Anfang an direkt einen richtigen Gewichthebergürtel gekauft. Das ist ein Gewichthebergürtel von Insabelt, kostet 130 Euro, aber sag mal so, der ist extrem hochwertig, richtig gute Schnalle, extrem stabil und den hat man, sagt man so, der hat man sein Leben lang. Also ich habe davor 5 Jahre lang billige Gürtel gehabt, die kosten so 30, 40 Euro, könnt ihr mal auf Amazon schauen. Die sind auch gut und schön, meiner ist aber nach 5 Jahren Training kaputt gegangen und so ein Gürtel von Insabelt zum Beispiel ist einfach nochmal ein Ticken stabiler, ein Ticken hochwertiger verarbeitet und bringt auch nochmal ein Ticken mehr Performance. Ich finde den ultimativ geil und ich kann wirklich jedem empfehlen,
Holt euch so einen Gewichthebegürtel mit einer Schnalle, denn man zieht den so an, hängt dann die Schnalle ein. Und das, was den so unglaublich stabil macht, ist erstens mal, dass ihr einen richtig dicken Bund habt, der richtig stabil ist. Ihr seht es auch, das ist extrem steif, obwohl ich den schon ein Jahr habe. Und zweitens, wenn ihr dann die Schnalle schließt beim Trainieren, zack, dann ist der eingerastet und hier bewegt sich wirklich gar nichts, wenn ihr den umhabt. Also das erste Mal, wenn ihr so einen Gürtel anzieht, dann habt ihr so das Gefühl, ihr habt gerade ein Brett unten in eurem Bauch. Aber das bringt doch einfach nochmal so viel Performance, so viel Stabilität und schützt euch vor allem auch vor Verletzungen. Und ich habe mich mit diesem Gürtel hier kein einziges Mal am unteren Rücken verletzt. Schwer gehoben, schwer Kniebeugen gemacht. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Frage, wann bzw. ab wann sollte man denn ein Gewichthebegürtel verwenden? Und zwar, du solltest immer ein Gewichthebegürtel verwenden, wenn deine Rumpfmuskulatur der limitierende Faktor ist. Also bei allen Übungen, wo die Rumpfmuskulatur beansprucht wird und irgendwann mal zum limitierenden Faktor wird. Das heißt, Kniebeugen, Kreuzheben, klar. Rumänisches Kreuzheben, auch klar. Dann sowas wie vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel kann man den benutzen. Mache ich persönlich nicht, da ich halt eben ein bisschen diese Rumpfmuskulatur beim vorgebeugten Rudern trainieren möchte. Dann kannst du den Gürtel auch verwenden, wenn du zum Beispiel so Sachen wie T-Bar-Rudern machst oder alles, was freies Rudern ist, wo du halt eben im Rücken stabilisieren musst. Oder zum Beispiel am Kabelzug breites Rudern. Also immer, wenn du frei sitzt, sehr, sehr viel Stabilität über den Rumpf kommen musst, dann kannst du so einen Gürtel verwenden. Bei so Sachen wie Bizeps-Curls oder Seitheben, so solche Geschichten, oder Bankdrücken machen das auch viele, musst du nicht unbedingt verwenden. Wenn es dir Sicherheit gibt, wenn es deine Performance pusht, dann kannst du den natürlich gerne anziehen. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, wann soll ich denn ein Gewichthebegürtel verwenden? Also, wie ich es gerade erklärt habe, im Grunde brauchst du kein Gewichthebegürtel, denn du kannst auch einfach mit Hilfe von deiner Core-Muskulatur arbeiten. Aber wie ich es davor schon gesagt habe, du bekommst da so einen enormen Performance-Boost. Und ich persönlich würde aber die ersten 1 bis 2 Trainingsjahre keinen Gürtel verwenden, aus dem einfachen Grund. Erstens, du bewegst noch nicht so hohe Gewichte, dass du wirklich einen Gewichthebergürtel benötigst. Zweitens, du solltest mal eine Grund-Core-Muskulatur, Rumpfmuskulatur aufbauen, damit du eine gewisse Basis hast. Und drittens, erst einmal richtig die Technik erlernen, also ohne Gürtel beugen und ohne Gürtel kreuzheben. Und dann irgendwann mal, wenn du schon ein bisschen mehr Gewicht bewegst, das kann man jetzt nicht so in Zahlen festmachen, denn zum Beispiel in Leo Wheels, der macht jetzt 400 Kilo Kreuzheben zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, benutzt auf 300 Kilo Kreuzheben und du hast eine andere Person, die macht Maximalgewicht zum Beispiel 200 Kilo Kreuzheben, dazu sagen, ab 300 Kilo Kreuzheben einen Gürtel benutzen, ist ein bisschen unrealistisch. Deswegen würde ich sagen, nach 2 Jahren Training kannst du es mal in Betracht ziehen, dir so einen Gürtel zu kaufen. Und dann, wenn du halt eben merkst, bei den Grundübungen, wie ich gerade schon erklärt habe, Kniebeugen oder Kreuzheben, wenn du merkst, okay, mir fehlt dir ein bisschen Stabilität im Rumpf, es fühlt sich ein bisschen unsicher an, dann kannst du dir so einen Gürtel zulegen und mit dem Gürtel mal langsam anfangen zu arbeiten. Und du wirst auf jeden Fall merken, erstens, du brauchst so ein bisschen Gewöhnungszeit und zweitens, über 2, 3, 4 Monate bringt dir das dann einen enormen Performance-Push. Also wie gesagt, Leute, nach 2 Jahren Trainingserfahrung könnt ihr mal in Betracht ziehen, einen Gürtel zu verwenden. Davor finde ich es für nicht sinnvoll. Dann noch eine Sache, und zwar seid ihr richtig ausgerastet. Die Adventskalender sind weg, die Xmas Limiteds sind alle weg. Aber es gilt nach wie vor, über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr mich unterstützen. Und zwar bekommt ihr ab 25 Euro ein Team Rocker Exclusive kostenlos zu eurer Bestellung dazu. Meine absolute Empfehlung für euch momentan sind die Omega-3s, denn Omega-3 ist entzündungshemmend, also antiinflammatorisch, sorgt da dafür, dass wenn ihr zum Beispiel Schmerzen irgendwo habt, denn ein Schmerz ist immer eine Entzündung, wie ich es im letzten Ellenbogen hatte, wenn ihr da Schmerzen habt, dann könnt ihr zusätzliches Omega-3 supplementieren, ist eine essentielle Fettsäure, die man in der Ernährung sowieso sehr, sehr wenig zu sich nimmt und vor allem, wie ich schon gesagt habe, antiinflammatorisch ist, bedeutet, ich habe ein bisschen Schmerzen im Ellenbogen gehabt, habe dann meine Omega-3s zu mir genommen, ein bisschen die Zufuhr erhöht und jetzt nach 2-3 Wochen sind die Schmerzen im Ellenbogen komplett weg. Also einer der Faktoren war auf jeden Fall, dass ich Omega-3 supplementiert habe. Wie gesagt, über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr ein kostenloses Team Rocker Exclusive zu eurer Bestellung dazu. Das war's mit dem Video. Leute, kauft euch einen vernünftigen und guten Gewichthebergürtel. Da macht ihr auf jeden Fall Gains und Fortschritte im Gym. Ich würde mich über ein Abo und über ein Like freuen. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Kai. Ciao.